Puh, war erfrischend. Ich konnte jetzt nicht viel filmen. War eine Menge los, gut besucht und ich musste mich irgendwie in die Mitte setzen. Nicht am Rand. Deswegen konnte ich nicht gescheit filmen. Es war aber auch gar nicht das am Start. Erstmal, oh, Alter, was geht ab, Leute? Hier. Die Begrüßung nicht vergessen. Es war gar nicht das am Start, was ich bestellen wollte, und zwar Bubble Tea. Und den gibt es nur am Wochenende. Und dann, heute ist Wochenende, habe ich vorbeigeschaut und ja, sie meinte, nee, heute leider nicht. Aber ich habe was anderes für dich, wenn du das probieren magst, war erfrischend. Im Grunde genommen saftiger Eistee mit so Gelee und kam dann in der Schüssel. Für manche ein bisschen ungewohnt, aber kenne ich. Aber nicht der Bubble Tea, der geheime Bubble Tea, der nicht auf der Karte steht, den ich jetzt schon das dritte Mal versucht habe zu holen. Schauen wir mal nächste Woche. Wetter ist schon angenehm. Ich glaube, ich gehe erstmal ein bisschen spazieren, noch ein bisschen runterkommen. Es ist Sonntag. Das Wochenende war lang, anstrengend, puh, heiß. Heute ist das Wetter echt mega angenehm. So kann es immer sein. So kann es echt immer sein. Crypto.com, Kreditkarte natürlich ist am Start. Ihr wisst Bescheid. Da haben mich auch ein paar gefragt, Hong, wie läuft das genau ab? Ganz einfach. Moment. Ich habe gerade gehört, also wir sind gerade an dem Restaurant vorbei. Man wollte zahlen, die Kellnerin so, leider nur EC-Karte. Das ist natürlich ein Problem, also es gibt immer noch Läden, die nehmen nur EC-Karte an. Und die Crypto.com-Kreditkarte ist eine Visa-Kreditkarte. Und wie der Name nicht sagt, also der Name trügt. Der Name trügt, denn im Grunde genommen ist es eigentlich eine Prepaid-Karte. Man muss sie erstmal aufladen, also du kannst nicht Kredit nehmen, also du kannst mit einer Kreditkarte kannst du einfach zahlen, dann bist du sozusagen im Minus, schuldest was und dann am Ende des Monats kommt eine Abrechnung und dann gleichst du das wieder aus. Und das ist in dem Fall nicht so, du musst sie erst immer aufladen. Aufladen über die App, ganz einfach, kein Problem. Da gibt es eh verschiedene Wallets, da gibt es dein Fiat Wallet, dein Crypto Wallet und deine Kreditkarte Wallet da. Ich komme hier rüber. Wir sehen uns auf der anderen Seite im Moment. So, sieht das zum Beispiel. Habe ich gerade dort beim Essen bezahlt. Hat 21,30 gekostet. Chia Chia München. Und 76 US-Dollar Cashback bekommen. Ich habe ja die. Ich weiß gerade nicht, welche Farbe. Also, ich sage immer die mittlere. Da musste man damals 50.000 Crow mindestens staken. Mittlerweile haben die das geändert, weil der Preis sich zu stark schwankt. Deswegen haben die gesagt, das ist die, wo man mindestens 3.500 Dollar in Crow staken muss, damit man die freischaltet. Und die Stufe drunter war, glaube ich, 350. Und die nächste Stufe, die Unge hat, wäre 35.000. Die versuche ich jetzt langsam zu erreichen. Ist nicht unmöglich, also ich brauche dafür paar Monate, 2-3 Monate, also demnächst versuche ich die. Also wenn ich direkt wollen würde, könnte ich es mir jetzt sofort holen, aber ich will es langsam streuen, also ich will nicht einfach direkt 35k oder was weiß ich, 30k, ich habe ja schon Crow, kaufen, um die nächste Kreditkarte zu holen, aber langsam hole ich mir immer mehr Crow und dann habe ich so aufgeteilt, in 2,5-3 Monaten müsste ich genug haben. Und wer weiß, vielleicht steigt der Preis auch, dann muss ich mir weniger Crow kaufen. Dann reicht die Menge auch, die ich davor schon gekauft habe. Aufladen und dann einfach bezahlen. Das war's eigentlich auch schon. Da kriegst du direkt dein Cashback als Crow auf dein Crypto-Wallet dann. Und dann kannst du das dann auf Crypto.com zum Beispiel wieder in Staking tun oder umwandeln in andere Kryptowährungen oder ja. Oder wieder deine Kreditkarte aufladen, also verkaufen, damit du Geld auf deiner Kreditkarte hast, also unterschiedlich. Aber wir behalten die Crow, wir sammeln die Crow, weil wir sehen Potenzial in Crow. Erstmal einen kühlen Synergy. Vorhin, wo ich über Crypto.com geredet habe, ist die Kamera wieder eingeblieben. Die war Hits, glaube ich, die ganze Zeit. Also echt leider, das Problem kann man, glaube ich, nicht mehr lösen. Aber neue Kamera ist unterwegs. Übrigens, dank der Crypto.com Kreditkarte habe ich ja jetzt auch Netflix, weil das ist so eine Partnerschaft und dein Netflix-Abo wird einfach hundertprozentig erstattet.
In Chrome natürlich dann. Aber 100% Erstattung. Und da gibt es so einen neuen Anime, der ist gehypt. Bisschen kontrovers, weil irgendwas mit Shiva und Indien und Göttern und so. Da gab es Probleme. Und ich habe gehört, die Animation soll nicht so krass sein. Irgendwas Ragnarok. So krasse Kämpfe, so richtig Fight-Anime-mäßig mit kranken Kämpfen. Check mal gleich ab. Bevor die Götter die Menschheit auslöschen, geben sie ihr eine letzte Chance, um sich des Überlebens würdig zu erweisen. Mögen die Ragnarok-Kämpfe beginnen. Okay, let's go. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr den kennt, ob ihr geschaut habt. Und ihr wisst, wenn er krass ist, natürlich direkt Manga lesen. Wobei, momentan habe ich nicht so viel Zeit dafür. Jo, was geht, Leute? Wir haben jetzt ein paar Folgen angezogen. Ich bin bei Folge 4. Boah, schwach, muss ich ehrlich sagen. Also, Story hat Potenzial, aber Aufbau, Animation, komplett tot. Wirklich komplett tot. Fights, null Hype. Ich denke mir so, Thor, die hypen den so als krassesten Gott gegen diesen Lobu, der krasseste Mensch aller Zeiten. Hype des Todes, aber nein. Richtig schlechte Kämpfe, Mann. Richtig schlechter Aufbau. Story, wie gesagt, echt Potenzial. Ja, aber werde ich mir heute noch gönnen, also den Rest des Tages. Ich bin heute nur am Chillen, habe mir gerade was zu essen bestellt. Danach muss ich noch den Daily-Vlog schneiden. Und ja, dann war es auch schon. Also, ich gönn mir. Puh. Dann ist soft, ich bestellt, Leute. Kurz geht aus der Sushi-Bar. Nicht gesponsert, natürlich. Ein bisschen Sushi und ein paar Vorspeisen. Sieht viel aus, aber das sind so kleine Vorspeisen, also kein fettes Reisgericht oder so. Bin gespannt. Was gibt's zu erzählen? Homes Tour. Mache ich jetzt ein bisschen weniger. Ihr denkt euch, yo Hong, du machst die ganze Zeit ein bisschen wenig. Diesmal aber mit Absicht. Also wenn ich sage, ich mache wenig, dann ist es für meine Verhältnisse wenig. Also bisher. Und heißt aber nicht, dass ich hier gar nichts mache. Boah, das sieht saftig aus. Der Laden ist echt gut. Aber jetzt mache ich mit Absicht wenig. Und muss halt erstmal überlegen, okay, wie soll es weitergehen? Partner ist, um ehrlich zu sein, nicht gut, wirklich schlecht eigentlich. Was sind die nächsten Schritte? Was müssen wir machen? Was muss ich planen? Wie wird es weitergehen? Was ist der so Zeitplan? Und nicht mehr ein bisschen zu Freestyle war das jetzt. Und durch dieses ganze Freestyle macht man sich halt selber Druck, weil nichts da geplant ist und dann weiß man nicht, okay, ist man gut im Zeitplan, macht man genug dies, das. Da macht man sich so, schiebt man ein bisschen zu hart Filme. Da muss ich mir jetzt die Woche dann ein paar Gedanken machen, wie ich das Ganze weiterlaufen lasse. Und apropos Hongs Tour, die eine von denen, mit der ich die Fotos gemacht habe für Fotoshoot, eine der Influencerinnen, die war jetzt die Tage leider im Krankenhaus. Deswegen ging es da auch nicht weiter. Fotoshoot Nummer 2 und die Fotos da von der ersten Tour. Da ging es noch nicht weiter. Gute Besserung, also sie hatte irgendwie eine Zyste im Intimbereich. Und dann musste sie, also sie hatte einen Termin für, wie soll ich euch das eigentlich? Auf jeden Fall, sie hatte einen Termin für eine OP, aber dann gab es irgendwie Probleme auf einmal und sie musste dann spontan ins Krankenhaus. Und ja, die Jungs folgen der jetzt mittlerweile und haben dann so in die Gruppe geschickt, oh mein Gott, gute Besserung. Ich wünsche alles Gute von uns und so. Und hat die so, ich habe ihr schon geschrieben und sowas. Also ich hatte es mir softiger und grilliger vorgestellt. Oh, und Frühlingsrolle. Frühlingsrolle muss ich immer überall probieren. Vielleicht finde ich eine, die mir taugt. Aber die sieht jetzt nicht so aus, als wäre sie der neue Hit. Das war's von mir, Leute. Halt mir natürlich mit Crypto.com gegönnt. Über Lieferando kann man auch mit Visa und Crypto.com zahlen. Saftig Cashback generieren. Ich bin zufrieden mit der Karte. Ich kann es so weit empfehlen. Ich versuche die nächste Stufe so schnell wie möglich zu erreichen. Bin Fan von Crypto.com. Der App von allem. Sehe viel Potenzial darin in der Zukunft. Kreditkarte haben wir, Cashback haben wir. Kann ich nur empfehlen. Ist schnell aufgeladen, ist echt perfekt. Freundesbonus kriegt man auch $25. Alter, also ich kann es echt nur empfehlen. Gönnt euch. Ich bin begeistert.
Das war's von mir. Wir mal liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab. Folgt uns auf Instagram und Twitch. Jeden Freitag sind wir live. Ansonsten in Bitcoin und DeFi investieren oder auch Crow. Cashflow generieren. Und euch einfach gönnen. Das war's von mir. Serious Business und ciao.